Was ist ein Prophet? Knirschende Kinder. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Januar 2011, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, euer Gott. Ich habe gesprochen und meine Boten vor mir hinausgesandt. Doch dieses törichte Volk kann in keiner Weise sehen, noch ist es in der Lage zu hören. Sie lehnen es ab, an meinen Boten vorbeizusehen, nicht auf die Personen zu achten, sondern auf die Botschaft. Und sie verschließen willentlich ihre Ohren, damit sie nicht hören können. Sie sind unfähig, die Stimme des lebendigen Gottes zu erkennen. Denn was ist der Bote für euch, ihr ignoranten und eingebildeten Menschen? Warum untersucht ihr sie so genau und bemüht euch, Fehler an diesen zu finden, die ich sende? Warum beschäftigt ihr euch mit diesen, die ich wähle? Und warum richtet ihr diese, durch welche ich spreche? Und was ist ein Prophet? Ist er nicht ein Mensch, mein Diener, den ich erwählt und berufen habe? Und wann wird mein Diener zum Prophet? Und wie lange bleibt er ein Prophet? Seht, er ist nur in jenem Moment ein Prophet, in welchem ich zu ihm spreche und ihn veranlasse zu hören. Er prophezeit nur so lange, wie ich ihn dazu veranlasse, meine Worte zu sprechen oder zu schreiben. Ich bin der Herr. Denn es gibt keine Prophezeiung außerhalb meines Willens, und ohne meine Stimme kann es keine Prophezeiung geben. Und ohne meinen Geist kann kein Mensch hören, und er wird auch keine Vision haben, noch ist er in der Lage zu verstehen. Abseits von dem Heiligen gibt es kein Wissen, nur Egoismus und Lügen, falscher Ruhm und böse Wahrsagungen. Sucht deshalb wahres Wissen, und ihr werdet Verständnis und Erkenntnis empfangen. Erlangt Weisheit und heilt diese blinden Augen und öffnet die Taubheit, welche eure Ohren plagt. Hier ist Weisheit. Wenn ich eine Botschaft hinaussende, sogar zwei gleiche an zwei unterschiedliche Häuser, auf dem Weg von zwei verschiedenen Boten, was bedeutet das für euch? Wirklich, was ist der Bote für die Botschaft? Bin nicht ich der Sender? Habe nicht ich die Macht, durch den zu sprechen und die Botschaft zu senden, den ich wähle? Oder wollt ihr, dass Sünde mich daran hindert? Schaut, soll ich lieber durch einen Esel sprechen? Denn er hat keine Sünde. Soll ich die Vögel der Luft senden als meine Boten? Denn sie haben keine Sünden. Sollen die Sünden der Menschen mich in irgendeiner Weise behindern? Wird meine Stimme auf irgendeine Weise gestoppt werden können? Schaut, durch den Mund von Kaiphas hatte ich gesprochen und meinen Willen und die Mittel verkündet, durch welche ihr errettet sein würdet, obwohl er größere Sünden hatte. Ich bin der Herr, ich ändere nicht, und meine Worte verkünden meine Herrlichkeit. Meine Botschaft offenbart meine Majestät und die Macht meiner Stärke. Hört auf, meine Boten anzustarren. Darum flieht vor all diesen Pastoren und rennt von all euren Lehren, o ignorante Menschen. Sie sind blinde Führer, die sich genau an jede Lehre und Tradition der Menschen halten, während sie mich und mein Wort aufgeben. Flieht aus all diesen Ketten, an welche ihr gebunden seid durch das Gewicht ihrer falschen Lehren und abscheulichen Traditionen. Beeilt euch und erlangt Weisheit und füllt euch selbst mit Wissen. Bemüht euch, von jenen neues Öl zu kaufen, die reines Öl verkaufen. Sie werden es nicht zurückhalten, denn ich habe sie gesandt. Sie werden gerne ausgießen,
Ja, sie haben eine Fülle an Öl empfangen aus den Lagerhäusern, womit eure Lampen sicherlich wieder angezündet werden können, wenn ihr wählt, sie anzunehmen. Beeilt euch, die Dunkelheit ist bereits hier und bald wird es völlig Nacht sein und dann wird keiner mehr in der Lage sein zu arbeiten, außer jene, die als Leuchter gesetzt sind. Dies sind jene, die beides sind, sichtbar und unsichtbar, jene, die kaum wahrgenommen durch die Bevölkerscharen gehen werden und doch deutlich auf einen Hügel gesetzt, damit alle sie sehen und hören können. Ich sage euch, kein Mensch in Autorität wird sie finden, noch kann irgendeine Erfindung der Menschen sie orten oder ihnen schaden. Denn wer kann gegen mich bestehen und meinen Mund verschließen, wenn ich einmal zu sprechen begonnen habe? Denn der Klang meiner Stimme wird nicht aufhören, bis jede Anhöhe erniedrigt und im Feuer verbrannt ist, bis jeder große Berg geschüttelt und erniedrigt ist, bis jedes Fundament entfernt ist. Ich bin der Herr. Nie mehr wird irgendetwas Hohes und Stolzes gegen mich stehen, noch wird irgendetwas weitergehen, das durch Menschenhände erschaffen wurde in ihrem Stolz, aufgebaut in ihrer unstillbaren Gier. Alles muss niedergerissen werden. Denn ihr gefräßiger Appetit soll sie füttern in ihrem Bestreben nach übler Bereicherung, bis sie platzen. Und auf dem Gipfel ihres selbsternannten Ruhms werden sie völlig zerstört werden. Die Stolzen werden fallen, und nie mehr soll irgendetwas Hohes und Erhabenes groß vor meinem Antlitz stehen. Nie mehr. Ich bin der Herr. Lasst meinen Namen erklingen, bis das Blut aus den Ohren der Gottlosen fließt und die Geschlachteten ihnen bis zum Hals reichen. Denn ich bin nicht von dieser Welt. Aber ihr, o Söhne und Töchter der Menschen, ihr seid von dieser Welt. Die Zeit der gemarterten Propheten ist vorbei. Die Tage der letzten Trompeten sind hier. Der Tag der Schlacht hat begonnen. Denn viele werden kommen und sagen, lasst sie uns töten. Und auch wenn ihr 1000 tötet, 1000 mehr werden hervortreten und ihre Plätze einnehmen. Denn die Sünde kann das Wort Gottes nicht vom Sprechen abhalten, noch wird sie den Mund jener stoppen, die meinem Namen Ruhm und Ehre bringen. Doch ich warne euch, schenkt meiner Rede Beachtung und passt genau auf. Tatsächlich wurden viele Tausend erschlagen in der Vergangenheit und 1000 weitere wurden gesandt. Doch am Tag des Zornes Gottes wird es nicht so sein. Es sind in der Tat viele für das Schwert bestimmt und viele werden aufgegeben, die meinem Namen Ruhm und Ehre erweisen werden. Denn stark ist der Herr und mein Wille ist festgelegt und unter den Nationen bekannt. Doch meine Zeugen werden leben, denn in meinen Propheten werde ich als eine feurige Flamme wohnen. Ihre Zahl wird nicht 1000, sondern 144 mal 1000 sein. Wehe zu jenen, die sich gegen sie erheben, denn sie sind alles starke Türme. Jeder ist eine Festungsmauer, die nicht niedergerissen werden kann. Ihre Mauer ist undurchdringbar. Jeder besitzt die Kraft der Trompeten von Jericho und sie werden sicherlich erschallen. Jeder trägt die Kraft meines Schwertes, um zu töten, und sie werden rasch zuschlagen. Jeder hat einen langen Speer, um zu durchbohren, und viele werden durchstoßen werden. Seht, sie werden ein mit Wasser gefülltes Becken mit sich tragen, in welchem sie die Füße der Reumütigen waschen werden, bis ich komme. Ich bin der Herr.
Deshalb rufe ich euch auf, erhebt euch, all ihr Gottlosen, tretet hervor, all ihr Spötter, versucht meinen Zeugen Schaden zuzufügen, durch Wort und Tat. Kommt hervor, all jene, die es ablehnen, an meinen Propheten vorbeizusehen, alle, die geblendet sind in ihrem Stolz und taub in ihrer enormen Arroganz. Kommt heraus, all ihr knirschenden Kinder, denn der Herr, euer Gott, hat eine große Schlacht vorbereitet.